Ganz herzlich willkommen zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei RFO. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Ich denke, dass die Gremien, die von Politikern aus dem Bayerischen Landtag besetzt werden, grundlegend eine sehr, sehr wichtige Aufgabe haben. Dennoch wissen wir, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil eben gewisse Auflagen für diese Gremien gestellt hat. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist es durchaus wichtig zu untersuchen, inwieweit diese Auflagen bei diesen Gremien eben umgesetzt werden. Das braucht eine breite Diskussion auch mit den entsprechenden Verbänden, die hier Mitglieder entsenden. Der Rundfunkrat, der Medienrat sind zum einen überhaupt nicht mehr zeitgemäß in ihrer Zusammensetzung. Das spiegelt die Gesellschaft der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wir haben eine ganz andere Zusammensetzung. Wir haben Migrantenorganisationen, wir haben Vertreter des Islam zum Beispiel, die überhaupt nicht in diesem Rundfunkrat im Medienrat vertreten sind. Und wir haben zu viel Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der Politik. Manche laufen ja auf so einem Doppelticket, die vertreten den Musikrat und sind trotzdem CSU-Abgeordnete. Also sowas müssen wir ändern und wir brauchen wirklich die Vielfalt der Gesellschaft in diesen Räten. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Der Landkreis Rosenheim hat schon vor einigen Jahren ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept auf den Weg gebracht, aus dem ganz eindeutig hervorgeht, dass ein sehr großer Teil der Mitbürgerinnen und Mitbürger ja auch im Alter in den eigenen vier Wänden selbstbestimmt leben möchten. Und vor diesem Hintergrund kommt natürlich der häuslichen Pflege ein besonderer Beitrag zu. Und vor dem Hintergrund bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, in diesem Bereich deutliche Verbesserungen zu erreichen. Diese Angehörigen werden aus unserer Sicht zu wenig unterstützt. Wir fordern deswegen zum Beispiel Pflegestützpunkte, flächendeckend in ganz Bayern, Pflegestützpunkte, wo Angehörige beraten werden, wo sie unterstützt werden, wo sie Hilfe erfahren. Aber wir wollen auch eine bessere Vernetzung von stationärer Pflege und Pflege zu Hause, Kurzzeitpflege, Nachtpflege. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei RFO. Liebe Zuschauer, nächste Woche, da sehen wir uns dann wieder zu Plenum TV. Bis dahin, Servus.